Hallo ihr Lieben, schöne Grüße vom Flugplatz Bonn-Hangela. Hier ist das Erdbärchen und ich habe euch ja noch versprochen, die Easy Pump nochmal mit dem neuen Aufsatz zu testen. So ihr Lieben, wie ihr unschwer erkennen könnt, hänge ich unter dem Flugzeugflügel. Ich habe sie schon angebunden, ich habe gerade einen wunderschönen Rundflug gemacht. Hier habe ich meine Easy Pump und den normalen Anschluss und das ist der Adapter, den ich jetzt noch dazu gekauft habe. Den schraube ich jetzt hier mal fest. So, das geht ganz easy. So, bis es nicht mehr geht. Jetzt habe ich hier immer noch einen Rest übrig. Keine Ahnung. Und ja, jetzt versuche ich das mal auf den Reifen zu kriegen. Moment. Ich mache jetzt das Käppchen mal ab. So, Käppchen ab. Und jetzt habe ich hier meinen Aufsatz. Und jetzt versuchen wir das mal, ob das hinhaut. Und eigentlich runterdrücken. Das war ein Gefummel, aber es funktioniert. So, also hier nochmal die Verbindung. Die Easy Pump hat jetzt auch direkt schon angezeigt, hier unten, wie viel PSI drin sind. Jetzt habe ich schmutzige Finger, ist egal. Und das Preset ist auf 24. Das heißt, 24 muss rein, PSI. Und ja, hier kann ich die Unit nochmal switchen auf KPA und auf Bar. 1,3 ist zu wenig, wir brauchen 1,7. Und jetzt machen wir einfach mal auf Start. Sie ist jetzt von alleine ausgegangen, aber ich würde jetzt tatsächlich noch mal ein halbes mehr reinmachen, weil wenn ich gleich den Verschluss abziehe, dann geht bestimmt wieder ein bisschen verloren. Deswegen machen wir jetzt noch mal ein halbes mehr rein. So, und dann beobachten wir das mal, weil ich glaube fast, dass das nicht ganz dicht ist da. So, okay, das sieht gut aus. Dann ziehen wir das Ganze mal ab. So, das muss dann schnell gehen. Also, Klappe hoch. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Ich mache es nochmal fest. So. Das hat besser geklappt. Wunderbar. Perfekt. Check. Und meine Easy Pump ist wieder auf Null. So, also ihr Lieben, ja, ich hocke hier immer noch unterm Flieger. Ja, ich muss sagen, hat mich überzeugt bisher. Der erste Versuch, das abzuziehen, war total der Fail. Ich bin wieder von 24,5 auf 20 runtergefallen. Man muss es echt schnell machen. Also man muss ihn wirklich andrücken, hochmachen und direkt abziehen. Dann funktioniert es wunderbar. Ja, sehr gut. So, jetzt drehe ich nur das Käppchen wieder drauf und ich muss sagen, Easy Pump Test bestanden. Aber ich glaube, es ist auch noch besser, wenn man auf Asphalt parkt und das macht, weil hier auf dem Gras, ich weiß nicht, vielleicht wegen dem Boden, keine Ahnung. Ich wünsche euch was. Viele Grüße.